You are now about to witness the strength of street knowledge. Alhamdulillah, inshallah. Das kam mit der Flut massiv. Da mache ich halt weniger Welle, weil ich genau weiß, ich bin eine Vorbildfunktion für die Kids. Überleg mal, 15 Jahre Musik hat dir nicht so viel Schulterklopfer gegeben wie 2 Jahre Schauspielerei. Straight Outta Wedding. Was geht ab? Wir sind in Berlin Wedding und wenn man an Wedding denkt, muss man automatisch an Massiv denken. Mit dem treffen wir uns jetzt. Er ist so 2006 mit dem Ghetto-Lied auf einmal aufgekommen, Alter. Wir wollen ein Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat. Komm nach Wedding, da wisst ihr, wo das Ghetto-Lied. Es wurde über Bluetooth hier in Berlin rumgeschickt. Keiner wusste, wer ist Massiv, wer ist Massiv, wer ist Massiv. Und dann direkt in die Szene reingekracht, dicken Deal bekommen, seitdem auch nicht mehr wegzudenken. Und jetzt vor ein paar Jahren mit 4 Blocks noch als Schauspieler durchgestartet. Digga, ich muss keinem sagen, wie erfolgreich das ist, in x Ländern noch übertragen. Und wir treffen ihn jetzt hier beim Friseur, er macht sich extra noch frisch. ASSIV, massiv, die eine Gott, die man nicht besprechen. Hier, Digga. Corona-Schlag. Was geht? Noch extra frisch machen, ja? Nee, mache ich eigentlich jeden zweiten Tag. Ist der normale Ablauf hier. Ich zieh die Knarre erst. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Wie bist du eigentlich nach Berlin gekommen und warum ist das Wedding geworden? Ich bin wegen der Musik hier gelandet. Nur wegen der Musik. Erstmal nicht wegen der Stadt. Danach habe ich gemerkt, dass es nichts anderes gibt außer Berlin in Deutschland. Mhm. Also heutzutage kann ich auf jeden Fall sagen, so, ich liebe ganz Berlin. Also Berlin hat wirklich ganz viele schöne Ecken, ganz brutale Ecken. So. Aber Wedding, da habe ich dann gleich so einen netten Freundeskreis gehabt. Eine nette Community um mich herum gehabt und wir haben uns super verstanden. Du hast ja auf dem ersten Song, also schon auf Ghetto-Lied, hast du Wedding ja schon hart repräsentiert. So. Genau deswegen, ja. Also genau, weil ich mich so super hier gefühlt habe und für mich das halt so ein Kulturschock war, aus Pirmasens hierher zu kommen, habe ich dann das mit dem Ghetto-Lied komplett verbunden. Weißt du, was bei dir so besonders ist? So als Nicht-Berliner hat man es in Berlin eigentlich schwer so. Aber bei dir war so gefühlt für mich direkt Akzeptanz da oder zumindest viel, viel schneller als bei anderen. Das kann man aber auch zweideutig sehen. Keiner weiß, wie ich hinter den Kulissen gelitten habe, was dieses Thema angeht. Also wenn du damals Straßenmucke gemacht hast und von außerhalb kommst und ein Stück Kuchen aus dem Berliner Umfeld haben willst, so, dann musstest du dafür kämpfen. Und heutzutage machen die Kids Straßenmucke. Du gehst ganz normal auf Tour, gehst ganz normal ins Studio, läufst ganz normal auf der Straße rum, keiner will dich testen, ist alles vorbei, dieser Film. Und dafür habe hauptsächlich ich damals geblutet. Gerade auch mit dieser ganzen, Jargonsprache oder mit diesem ganzen kulturellen Background, mit diesen arabischen Elementen, Alhamdulillah, Inshallah, das kam mit der Flut massiv. Und dann bin ich Wolterstraße ausgestiegen und am Technogrill vorbeigelaufen und ich schwöre dir auf meine Mutter, da saßen 6, 7 oder 8 Jungs, die haben Döner gegessen und nebendran, damals war es immer so, einer hat Musik angemacht und hat das Handy nebendran gelegt. Auf einmal höre ich wirklich meine Musik und die kannten schon Textpassagen auswendig und ich habe fast angefangen, wirklich innerlich zu weinen, so, weil ich mir dachte, krass, das ist eigentlich ein positives Signal. Die rappen gerade meine Sachen hinterher. Und wo das Wort, Alhamdulillah, mir geht es gut, habe ich die gesehen, wie die alle zusammen auf einmal gemacht haben, Alhamdulillah, mir geht es gut. Da habe ich gemerkt, ich kann eine ganze Epoche catchen. Alhamdulillah. Mir geht es gut, hänge immer noch ab mit Charus aus Beirut. Ich bin auf dem Gaza, danke meinem Vater, mein Blut ist rein, fühle mich frei wie ein Adler. Bevor ich angefangen habe zu rappen, habe ich ganz lange schon Deutschrap gehört. Ich bin Deutschrap komplett durchgegangen. Also ich kenne alles von A bis Z so. Du warst bestimmt so einer von ganz wenigen in Pirmasens, die so auf so Hip-Hop-Filmen waren, wa? Ja, im Jugendhaus haben wir halt viel Max Herre, Afrop, Steeber Twins. Sammy war dann sehr, sehr exotisch, als er kam. Wir haben halt alles hoch und runter gehört. Torsch war dann für uns so wirklich, boah, was für ein Lyriker. Da waren wir dann alle so geflasht. Nachts sitz ich in U-Haft, Lehrer ausgelacht, Stress mit Bullen, nie was ausgemacht. Blieb immer hart bis an dem Tag, an dem du kamst. Und ich weinte wie ein Kind, als du mich in deine Arme nahmst.
wie war das damals, deine Family zu überzeugen? Du hast ja alle direkt mitgenommen, ha? Ja, mein Vater und meine Mutter, die hatten feste Arbeitsstellen. Mein Vater war 24 Jahre fest angestellt, mit drei verschiedenen Schichten und war halt voll der Vorzeigearbeiter. Und hat es wirklich geschafft, nach 24 Jahren nicht einmal krank zu machen. Und darauf war er voll stolz und auf einmal sage ich zu ihm, komm, wir müssen nach Berlin. Also ohne euch ziehe ich da nicht weg, wenn nicht, muss ich die ganze Zeit hin und her pendeln. Aber hast du zu der Zeit schon 1 Cent mit Mucke verdient? Nein. Ich habe aber alles, was ich hatte, in das Ghetto-Lied-Video reingesteckt. Ab diesem Zeitpunkt, wo wir eine Wohnung gefunden haben und meine Eltern hergezogen sind, habe ich ein Video da laufen gehabt, wo ganz Deutschland mich gekannt hat. Aber ich zu Hause meine Familie hatte und 0 Cent in der Tasche. Aber mit der Vision, dass auf jeden Fall da was geht. Ich wollte nur Danke sagen für all die harten Jahre. Ich hab dich oft enttäuscht. Ich küsse den Boden, auf den Mama läuft. Wie bist du da mit diesem Druck umgegangen? Aber ich habe mir gedacht, so, okay, was gibt's und was gibt's noch nicht? Dann habe ich mich da hingesetzt, habe mir den kompletten deutschen Markt so angeschaut. Dann habe ich mir gedacht, okay, aber so einen wie mich gibt's nicht. Ich bin 130 Kilo, Hantelbank. Meine Stimmlage ist sehr, sehr brachial. Komm, wir treffen mal die Mitte. Und dann habe ich eine Demo aufgenommen. Innerhalb von einer Woche habe ich 18 Tracks geschrieben. Die waren wirklich so schlecht. Diese Pitbull-Demo-Tapes. Pitbull-Demo-Tapes, die sind legendär. Der Sound war wirklich miserabel. Und der Rap war nicht auf dem Takt. Der war schlecht. Die Reimstruktur war schlecht. Aber ich dachte mir, komm, wenn schon so scheiße. Wenn schon das Tape so scheiße ist, dann lass es wenigstens professionell aussehen. Hey Baby, ich schreibe dieses Liebeslied. Hey Baby, die Schmerzen machen richtig lieb. Und wie es der Zufall so will, hat man mich nicht anhand meiner Musik nach Berlin eingeladen, sondern anhand meiner Optik. Und das war damals Tum, MC Bastard, Nima. Der hat gesagt, ey, komm mal nach Berlin. Ich hab mich einen Keks gefreut. Wo er mir dann erstmal erklären wollte, so, ich brauch dich auf der Bühne mit Axt und Sarg, dass du mich mit dem Sarg reinträgst, als Henker, wusste ich, okay, ich spiele mal das Spielchen mit, aber ich muss mir auch irgendwie erklären, dass ich eigentlich Rapper sein will. Und genau in dieser Phase hatte ich einmal die Chance, mit Frauenarzt, Moneymark und Nima im Studio zu sein, wo die dann gesagt haben, okay, dann mach doch mal was. Da bin ich reingegangen und dann haben die so gehört, dass da voll eine Stimme dahinter ist. So. Und dann sind die alle durchgedreht im Studio, weil die Stimme so viel Volumen hatte. Da habe ich gesagt, ja, siehst du, Alter, lass mich noch rappen. Und dann hat er mich mal mit zu Wort genommen und dann der Rest ist Geschichte. Alles klar, Alter, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Etappe auf dem Weg zum Fotoshooting. Okay, Fotoshooting, alles klar, ich schneide mich mal schnell weiter. Ja, hier. Mann. Dann gehen wir jetzt zum Fotoshooting, oder was? Komm. Wie hat der Wedding auf dich reagiert, als die dann Ghetto-Lied gesehen und gehört haben, als man auch wusste, ah, okay, du bist es? Das Ding ist ja erstmal voll akzeptiert, geliebt, das. Und dann kam halt dieser Clinch mit dem damaligen Label hier. Und nach diesem Clinch war dann alles super. Und heute würde ich mal sagen, so, ich bin in ganz Berlin unterwegs. Ich kenne alle guten, alle schlechten Leute. Und ich weiß genau, was Sache ist. Und ich habe das Gefühl, dass mich einfach jeder liebt. Weil ich wirklich auch nur Respekt gebe. Ich würde gar nicht mal sagen, nur in Berlin, sondern einfach so szenemäßig auch so. Also jeder sagt immer, ey, Massiv, der ist so ein korrekter Typ und so. Da, und das ist das, was bleibt. Weil so, guck mal, du kannst kommen, Musik machen, du kannst das Szenario hier komplett ausschöpfen, Geld machen, goldene Platten bekommen. So. Aber letztendlich, das Einzige, was bleibt, ist dein Ruf. Wie kommst du rein, wie gehst du wieder raus? Lass mal deine Filme, was für Downcore, Jungs. Hier in Berlin hört man von dir kein Ton. Keine Rolli macht dich kriminell. Keine 22 Stunden machen dich kriminell. Ich hab mir selbst zugesprochen, dass Rap mit Fäkalsprache oder mit dreckigen Ausdrücken gepaart mit meiner Person einfach nicht mehr authentisch ist. So, das bin einfach nicht mehr ich. Und deswegen habe ich von einem Tag auf den anderen gesagt, so, okay, da mache ich halt weniger Welle, mache ich halt weniger Radau, weil ich genau weiß, ich bin eine Vorbildsfunktion für die Kids und dessen bin ich mir auch bewusst. Jeder labert hier nur Scheiß, aber keiner ging den Weg, den ich gehe. Entweder Freunde profitieren oder spucken auf dich, während du ertrinkst. Was ist dein Lieblingsort im Wedding?
Was ist meine Lieblingssorte? Bei Hack in der Schlange? Ich hoffe, das was würdest du sagen, wofür steht dieser Bezirk? Am Anfang dachte ich, es steht für gutes Essen, Zusammenhalt, Liebe. Und danach hast du aber auch gemerkt, hier ist es genauso wie überall auf der Welt. Jeder versucht nach oben zu kommen. Aber es ist manchmal ein Unterschied, nach oben kommen zu wollen, aber dabei lange schlafen zu wollen. Das klappt nicht. Schredder, 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 Huber-Bubas im Gerichtssaal. Huber-Bubas klatschen in dein Brain wie Marshmallows. Schredder, 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 Huber-Bubas im Gerichtssaal. Wir sind hier gerade im Fitnessstudio. Massiv hat hier heute noch ein Fotoshooting. Und wo, wenn nicht hier? Der Mann steht seit Anbeginn der Zeit für Motivation, für Kraftsport. 50% Straße, 50% Hoffnung. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bin bis oben hin mit Präparaten gestopft. Supplementen-Millionär, öffne bald den vierten Shop. Ich galoppier durch Tschernobyl mit meinem Dragonpferd. Ich switche einfach lässig zwischen zwei Karrieren hin und her. Als dieses ganze Ding mit Massiv angefangen hat, als Ghetto-Lied rauskam, ich bin ein paar Bezirke weiter zur Schule gegangen und bei uns war das auch so auf dem Schulhof, dass wir das per Infrarot, da wo die Handys noch so nebeneinander liegen müssen, dass man sich das da so rübergeschickt hat und ich wusste, wer ist das, wie sieht der aus, was hat der für eine Geschichte. Und für mich aus Fansicht und jemand, der das schon lange verfolgt, ist es jetzt wirklich King, diese Geschichte mal aus allererster Hand zu hören und zu sehen, was seitdem passiert ist so. Ich bin der Benz unter den Rappern. Rolle, Rolle, 24 Zoll Chrom. Ich bin der Benz unter den Rappern. Meine Rolli funkelt wie der Benz Stern. Benz Stern. Du siehst mich rollen in meinem AMG Benz. Schiebe Dach auf, bang, 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 bang. Jetzt gehen wir in die Al-Massiva Lounge raus. Ja, mitten im Herzen vom Wedding. Hier unten ist der Leopoldplatz. Und voll zentral eigentlich. Ich komm allein ohne Gang. Schiebe Dach auf, bang, 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 bang. Wer ist hart, wenn der Beat nicht mehr läuft? Wer kommt nachts aus dem Wald und schleppt einen Büffel auf den Kreuz? Wir haben hier noch so eine Rubrik in diesem Format, die heißt Ehrenbürger. Ja. Was würdest du sagen, wer hat für Hip-Hop hier in der Gegend, in Wedding, viel getan? Wer für Wedding am meisten getan hat, dann glaube ich mal, dass es so eine Struktur ist, die von einem gesamten Team kommt. Das kommt über Jahre hinweg. Und ich glaube, dass jetzt gerade AK den meisten Respekt hier verdient in Wedding, den er sich auch erarbeitet hat. Und jetzt ist seine Zeit, jetzt ist seine Phase und das gönne ich ihm auch. Und das macht ihm auch keiner streitig. Alles klar, AK außer Kontrolle ist Ehrenbürger. Lass mal kurz über deinen Karrierestart mit Schauspielerei reden, so mit vier Blocks. Also muss man nicht erklären, dass es durch etliche Länder gegangen ist, übersetzt auf was weiß ich wie viele Sprachen so. Mhm. Und es hat dir ja auch nochmal so einen krassen Aufschwung gegeben, einfach karrieretechnisch so, ne? Ja. Dass du auch außerhalb von Hip-Hop bekannt bist, so zum Beispiel, keine Ahnung, meine Eltern wissen jetzt, wer du bist und so, weißt du? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn und ich schätze das auch sehr. Das hat mich in ganz neue Sphären hochgehoben. Schauspielerei, überleg mal, 15 Jahre Musik hat dir nicht so viel Schulterklopfer von Normalo-Menschen gegeben wie 2 Jahre Schauspielerei. Mhm. Und das hat schon was zu bedeuten. Die Polizisten wollen alle Selfies, weil das einfach so die Serie überhaupt ist. So. Was ist da drin? Salafi, was ist da drin? Was ist das ist nicht dein Ernst! Salafi! Aufmachen, Polizei! Aufmachen! Das zeigt ja auch nicht nur die negativen Seiten und nicht nur jetzt groß pushen und das, sondern zeigt ja auch, zum Beispiel, Kida will ja dann auch im Laufe der Serie, er will ja dann da auch raus und genau, will auch vernünftig machen. Ich glaube, dass die Serie auch dazu beiträgt, zu zeigen, dass die libanesischen Kurden, das größte Problem ist ja, dass die seit Geburt an gar keine Perspektive haben. Was noch wichtiger ist, ist keine Arbeitserlaubnis. Das bedeutet, sie kommen automatisch in einen Kreislauf rein, wo sie gar nicht rauskommen.
Und dann zeigt man gerne mit den Fingern auf die. Aber ändert das System einfach ein bisschen. Hier in Berlin hört man von dir kein Ton. Keine Roli macht dich kriminell. Keine 22 Stunden machen dich kriminell. Wer stirbt kriminell? Wer lebt kriminell? Kriminell, kriminell. Dann gibt es noch eine Sache, die mich interessiert. Du hast so im Laufe deiner Karriere auch immer wieder so wohltätige Sachen gemacht. Du hast 2008 hast du für Jugendliche aus Palästina auch so eine wohltätige Aktion gemacht. Du hast dich auch immer wieder mit Politikern zusammengesetzt, mit Cem Özdemir oder. Wem denn noch? Mit Totenhöfer war ich jetzt zweimal. Mit wem war ich noch? Mit von Grünen und so. Ja, ich mache auch viel im Background jetzt, wo das in Libanon passiert ist. Weil manchmal wird das auch so ein bisschen dann negativ angenommen, dass man immer so auf irgendwas aufspringt, aber ich mache das dann auch gerne. Und sowas wie in Palästin habe ich auch sehr gerne gemacht, wollte ich nochmal machen, aber uns hat man das nochmal verwehrt, dass wir das nochmal machen mit der Deutschen Botschaft, Goethe-Institut, Völkerverständigung zwischen jüdischen und palästinensischen Kids in Flüchtlingsheimen und so. Ich würde nie im Leben mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Ich habe auch gar keinen Hass oder Groll gegenüber Israel oder so, sondern ich bin ja Palästinenser, ich rede ja im Namen von Palästin, das sind ja meine Brüder, meine Geschwister, aber nicht im Negativen gegenüber den anderen, weil ich weiß, das Ziel muss ja sein, dass man zusammenlebt. Manchmal muss man die Grenzen durchbrechen und in den Dialog gehen. Dicker, ich danke dir. Ich danke euch, ich danke dir, Sino. Ich danke euch für eure Zeit. Echt super, sehr herzhaftes Team. Dankeschön. Das war ein Tag im Leben von Massiv. Er hat uns seine ganze Geschichte erzählt, wie er aus Pirmasens nach Berlin gekommen ist, wie es mit Ghetto-Lied alles angefangen hat und wie das bis heute ist. Mit 4 Blocks im Rücken, mit Tabak-Imperium im Rücken. Ich finde auch, auf AK als Ehrenbürger von Wedding kann man sich einigen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr schon dabei seid, schreibt auch hin, in welche Stadt, welches Dorf, welchen Ort, welche Gegend ich als nächstes kommen soll und wen ich da treffe. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Hier geht's zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns. Ciao.